Herzlich willkommen hier beim Rudermisten. Wir befassen uns heute mit den Erkennungsmarkendöschen. In Friedenszeiten wurden keine Erkennungsmarken an die Truppe ausgegeben. Es waren jedoch zwei Modelle vorgesehen. Die Blechmarke oder Marke aus anderen Metallen war für die Mannschaftsdienstgrade und löste am 31.12.1937 das Vorgängermodell ab. Sie wurde nur bis zum 24. Juli 1941 produziert und ausgegeben. Danach wurden nur noch Restbestände ausgeteilt. Die endgültige Ausgabe an die Truppen endete aber noch 1941 und fiel weg zugunsten des Offiziersmodells, welches dann für alle Ränge ausgegeben worden ist. Ein achteckiges Stück Blech, wo dann das Nötigste drauf eingestanzt war, also Name, Dienstnummer und die Kompanie- oder Regimentsnummer. Und das Ganze wurde dann mit einem Lederband um den Hals befestigt und wieder in den normalen Erkennungsmarken um den Hals getragen. Und hier gibt es auch wieder eine kleine Besonderheit, und zwar mit den ehemaligen Erkennungsmarken. Die waren ja im Zweiten Weltkrieg nicht relevant und wurden ja durch das Döschen abgelöst. Diese wurden dann aber als Entlassungs- oder Passierplaketten oder Passiermarken weitergenutzt. Dazu werde ich aber ein eigenes Video auf meinen Kanal bringen, weil das nochmal ein spannendes Thema ist. Für die Offiziere gab es dort diese Erkennungsdöschen. Das ist auch mit der Bezeichnung Modell 1941 oder vom 15.03.1941 gekennzeichnet. Es gab aber auch schon Funde, also im Finnlandkrieg zum Beispiel, wo solche Döschen schon gefunden worden sind. Dort gab es aber auch viele verschiedene Modelle. Dieses Bakelitdöschen, da gab es auch aus Metallen, aus Stahl, aus anderen Plastikarten. Und dort gab es keine wirkliche einheitliche, aber diese achteckige Form, das ist die bekannteste und am weit verbreitetsten. Wegen des starken Aberglaubens, der allerdings in der Roten Armee oder in den Ländern der Sowjetunion herrschte, hat man sich gesagt, wenn ich nun aber sowas mitnehme, was mich ja praktisch auf den Tod vorbereiten soll, dann ist das natürlich auch ein schlechtes Omen. Und so haben viele, die noch eins bekommen haben, es trotzdem weggeschmissen oder sie haben es sich umgearbeitet, also oben den Verschluss weg und den Boden rausgeschlagen oder rausgebohrt. Und dann wurde es nämlich dafür verwendet, dort Zigaretten reinzustecken. Das hatte den Vorteil, dass diese, wenn man ihn denn in den Mund nahm, die Zigaretten nicht durchweichten. Aber auch, man konnte die Zigaretten deutlich kürzer rauchen. Daher man ja, wenn man eine Zigarette hält, immer einen gewissen Teil in der Hand halten musste. Und so konnte man sie dann nochmal viel knapper aufrauchen. Und so kam es dazu, dass es halt noch weniger Soldaten mit Erkennungsmarken oder mit einem Erkennungsdöschen gab, als es eh schon gab. Es war aber nicht nur so, dass sie weggeworfen worden sind. Auch das Gegenteil gab es, dass diese selbst gebaut wurden aus Reiseikonen oder aus zugebissenen Patronhülsen. Da es auch genug Leute gab, die halt anders dachten und sagten, es ist vielleicht gerade wichtig, dass mein Körper nach dem Tod identifiziert werden kann und meine Überreste und meine persönlichen Sachen zurück zu meiner Familie kommen. Noch dazu ist das Problem, dass dieses populärste Döschen aus Bakelit ist. Wir werden uns das gleich auch nochmal genauer anschauen. Aber das erschwert auch heutzutage noch die Suche nach genau diesen kleinen Döschen. Während man die der anderen Kriegsparteien gut mit einem Metalldetektor finden kann, wurde dieses kleine Döschen entweder, wenn man hat, in der Brusttasche getragen, normal in der Hosentasche oder aber auch, wenn man sich die Hose anschaut,
ist hier nochmal eine kleine Tasche, die Uhrentasche, oder wurde da drin getragen. Das heißt, es gibt neben der Möglichkeit, dass sie im Mantel oder in der Wattejacke getragen wurde, schon alleine drei Möglichkeiten, wo diese am Körper sein könnte. Glücklicherweise heutzutage über die sozialen Medien und das Internet kann man gut mit Forschern und den Verein vor Ort sprechen in Russland und anderen Ländern, die diese Kriegsgefallenen ausgraben und vernünftig beisetzen und wenn möglich die persönlichen Sachen den Familien übergeben. Und die haben extreme Probleme, diese Döschen zu finden, weil sobald sie auch nur einen Knochen gefunden haben, müssen sie die möglichen Bereiche und dort, wo die Erde in diesen Bereichen war, natürlich alles aufs Feinste durchsieben, um dieses kleine Döschen, was nicht mal so groß ist wie ein Daumen, irgendwo im Schlamm zu finden. Und wenn die Knochen dennoch aus einem Fluss oder dergleichen aus einer Lunke oder aus einem Sumpf rausgezogen werden, dann hat man natürlich überhaupt keine Chance mehr, dieses Döschen zu finden. Und so gibt es über den Einsatz oder wie viele ausgegeben worden sind, keine genaue Zahlen. Viele können sich nicht daran erinnern, dass sie so ein kleines Döschen bekommen haben, sodass man dort leider nichts Genaues mehr sagen kann. Aber auch durch diese Ausgrabungsarbeiten weiß man, dass wirklich alle Ränge diese kleinen Döschen bekommen haben. Es ist aber bis heute nicht geklärt, ob zwei ausgegeben worden sind, was ja Sinn macht, wie bei den Erkennungsmarken. Die eine blieb dann beim Toten und die andere wurde dann mitgenommen oder ob nur eine ausgegeben worden ist. Die Leute, die sich damit befassen, die Forscher, Museumsmitarbeiter und die Mitarbeiter der verschiedenen Vereine, haben auf meine Fragen denn aber gesagt, wenn sie diese Döschen finden, handelt es sich zu fast 80-90% um verschollene Fälle, wo man nicht weiß, was mit diesen passiert ist. Würden sie zwei haben, würde es dafür sprechen, dass man weiß, was mit ihnen passiert ist, der Herr dann ja buchgeführt werden kann, wenn diese gestorben sind und das zweite Döschen mitgenommen wurde. Es sollten höchstwahrscheinlich nach einigen Quellen zwei Döschen ausgegeben worden sein pro Person. Man kann es aber nicht genau sagen. Und die Funde, die man heutzutage macht, lassen darauf schließen, dass jeder Soldat scheinbar nur eines hatte, weil sonst würden sie ja nicht als vermisst gelten, sondern als tot. Dann werden wir uns zum Ende jetzt nochmal das Döschen genau anschauen. Die Länge lag bei ca. 5 cm und der Durchmesser bei knapp 1,5 an der dicksten Stelle. Es hatte einen doch sehr gut schließenden Schraubverschluss und da drin befand sich dann der Zettel mit allen wichtigen Daten der Person. Dort stand auch mehr drauf als nur Name, Dienstnummer und die Kompanie- und Regimentsnummer. Dieser war denn 4,5 cm breit und ca. 17 cm lang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.